Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Would You Rather. Wir sind jetzt hier gerade bei Part 3, müsste das glaube ich sein. Und ja, heute haben wir Donnerstag, zumindest an dem Tag, wo ihr das wahrscheinlich sehen werdet. Okay, vielleicht seht ihr das auch an anderen Tagen, aber heute haben wir den 18.02. An dem Tag wird dann auch das Video hochgeladen. Ich habe jetzt gerade 17.13 Uhr, ich muss jetzt irgendwie noch schaffen, das Video hier zu verarbeiten und hochzuladen. Das Problem war, ich habe einfach vergessen, ein Video hochzuladen, während ich in der Schule war. Das war ein Riesenproblem, denn heute bin ich sehr spät von der Schule wiedergekommen. Deswegen muss ich jetzt Would You Rather da irgendwie zwischenschieben. Mein täglicher Upload-Plan darf nicht zerstört werden. Also, Would You Rather stand on red hot burning coals for 30 seconds without moving or shut your hand in waffle iron for 2 minutes? Beides ist krass, weil auf heißen Kohlen für 30 Sekunden ohne sich zu bewegen zu stehen. Ich habe schon heiße Kohlen angefasst. Nach dem Grillen habe ich mir so gedacht, da war ich noch extrem klein, da habe ich mir gedacht, ich verbrenne dann mal so ein paar Stöcker und Blätter und so weiter an diesen Kohlen. Und ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, aber ich habe meinen Daumen an diese Kohlen rangekriegt. Das ist so unbeschreiblich heiß. Ich habe das nur an den Daumen reingekriegt. Und ich war ungefähr 8 vielleicht, 8, 9. Ich habe wirklich... Das war so heftig am Brennen. Ich glaube, ich habe sogar geweint. Keine Ahnung, das war so krank. Ich habe halt versucht, das unter Wasser anzuhalten. Da weiß ich noch, dass mein Vater dann so, dass mein Vater immer wieder Wasser an ausgemacht hat und hat so gesagt, du darfst das nicht da drunter halten, dann machst du es immer noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht weiß es einer von euch, aber ich habe mich ziemlich verarscht von meinem Vater gefühlt. Aber Hand in dem... Da steht nicht drauf, dass das, das Waffeleisen an sein muss. Oh, was kriege ich denn da? Ich kriege eine Nachricht? Nee, ein Update. Hey, Steam, was soll denn der Scheiß? Ich will kein Update. Ich ganz ehrlich, ich muss gerade CSGO updaten, neue Operations raus, aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Ich nehme das. Was? Ganz ehrlich, mir ist nicht eingefallen. Da steht ja nicht drauf, hier steht gar nichts. Von wegen, dass es angeschaltet ist. Shut your hands in a waffle iron for 2 minutes. Da steht ja nicht, dass angeschaltet werden muss. Wow, ich bin einer von 16%, der wirklich nachdenkt. Da steht ja nichts von, dass das Teil angeschaltet werden soll. Hier steht ja drauf auf Red Hot Burning Coals. Hier steht einfach nur ein Waffel-Iron für zwei Minuten. Ganz ehrlich, das heißt ja nicht, dass es angeschaltet werden soll. Naja. Would you rather have to use a completely blank keyboard with absolutely no labeled keys or have to type with only your two index fingers all the time? The DAS keyboard is an example of complete... Okay, das schaue ich mir mal an. How well do you type? Ach so, okay. Oder das Keyboard, nicht das, sondern einfach das Keyboard. Also ohne solche Zahlen. Oder have to type with only your two index fingers. Was sind Indexfinger? Das würde mich jetzt fragen. Ich weiß nicht, was Indexfinger sind, aber wenn ich das so übersetze, dann nur mit zwei Fingern. Und dann würde ich das hier nehmen. Weil ich schreibe auch so nur mit zwei Fingern. Ich benutze nicht so die ganze Hand. Ich schreibe auch so schnell, mit meinen Mittelfingern mache ich das meistens. So schreibe ich auch schon schnell genug, da brauche ich das nicht. Zumindest, ich glaube das. Ich weiß nicht, was Indexfinger sind, ja? Falls ihr das wisst, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. If you died, would you rather have your brain transplanted into a robot or have your brain transplanted into the opposite sex? Ganz klar, das hier. Wie geil wäre das? Dann bin ich auf einmal, ist mein Gehirn auf einmal in einem Mädchen drin, ja? Dann kann ich auch mal... Wobei, wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann bringt mein Gehirn dann auch wieder nichts. Ich kann mich ja an nichts erinnern. If you could only have one, would you rather... Twitter. Nee, ich bin da echt mehr für Twitter. Facebook ist für mich echt... Das ist Cancer. Facebook ist echt Cancer. Heute ist so die Minority angesagt, habe ich so das Gefühl. Facebook brauche ich nicht. Twitter ist viel... Ich sag jetzt mal viel direkter. Manchmal werden auf Facebook noch nicht mal Posts sofort angezeigt. Manchmal werden die überhaupt nicht angezeigt. WhatsApp habe ich ja, um irgendwelche Freunde anzuschreiben. Dafür brauche ich kein WhatsApp. Und Twitter ist einfach so näher, habe ich so das Gefühl. Weil da kannst du irgendwie ganz schnell am Handy nochmal ganz schnell einen Tweet raushauen. Bei Facebook geht das, glaube ich, nicht so schnell. Das ist halt nicht so ein... Wie soll ich sagen? Twitter ist irgendwie so direkter. Ich weiß nicht, ich fühle mich da irgendwie geborgener. If you could only do one of these in your lifetime, would you rather find true love or cure cancer? This includes every type of cancer. Entweder meine große Liebe finden oder... Da ich eh 15 Jahre alt bin und ich muss mir immer noch keine... Ich bin 15 Jahre alt und da schon so eine Liebe fürs Leben zu finden und so weiter, das ist nicht vonnöten, ja, das...
Ich bin erst 15, ich sollte mich erstmal auf Schule konzentrieren als auf Girls, auch wenn das nicht immer leicht ist, aber halt, jeder war schon mal in dieser pubertären Phase. Da ist es aber trotzdem wichtiger, einfach sich auf die Schule und so weiter zu konzentrieren. Deswegen würde ich Cure Cancer nehmen, um die Menschheit sozusagen zu helfen. Es sterben Menschen von Krebs. Auch einer meiner Bekannten ist aus Krebs, von Krebs gestorben. Das war aber nur ein Bekannter. Das war irgendwie so ein Kumpel von meinen Eltern oder ein Freund von meinen Eltern. Also ich hatte jetzt keine große Beziehung zwischen ihnen gehabt. Irgendwie, wir waren so relativ nur so Bekannte. Auf jeden Fall einer davon ist von Krebs gestorben, ist auch wieder ein paar Jahre her. Wirklich, das. Boah, das ist aber schon echt ein paar Jahre her. Und davon können Menschen sterben und ich würde lieber Menschen helfen, indem sie Krebs halt heilen könnte. Would you rather spend Monday to Saturday knocking down the wall of China for the rest of your life? Was? Knocking down? Ich soll Montag bis Samstag da arbeiten, diese chinesische Mauer abzubauen, sozusagen. Toll. Or never be able to leave a bedroom. Never be able to leave your Alter, ist die krass. Never be able to leave your bedroom. Was krass. Ich kann natürlich meinen Eltern sagen, die sollen mir Essen dann hier hochbringen, aber ich muss halt zur Schule, zur Arbeit und so weiter. Aber for the rest of your life. Da steht ja nicht wie lange, ne? Montag bis Samstag, aber da steht ja nicht. Ich kann ja auch eine Stunde arbeiten, dann nehme ich lieber das hier. Weil da steht ja nicht, wie lange ich das machen soll. Ich kann auch vielleicht für eine halbe Stunde oder so das abtragen. Dann würde ich sogar für meinen Rest des Lebens machen, aber ich müsste dann immer nach China, ne? Scheiße. Ja, aber trotzdem, ich nehme, glaube ich, lieber das hier. Would you rather have all of Disney World to yourself for one day or spend a day at the Playboy Mansion? You could bring as many friends as you wanted to each place and bring a Disney World be free, including ride pass, food, etc. Playboy. Oh, hallo William. Playboy ganz einfach aus dem Grund. Disney World, ich bin schon ein bisschen aus diesem Alter raus. Das reizt mich nicht wirklich, muss ich wirklich gestehen. Es wäre richtig geil, da mal zu sein. Aber Playboy Mansion, da hätte ich mehr Spaß dran. So die Girls anzuschauen, da sind wir wieder beim Thema Girls oder Grills. Disney World würde nicht so schocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre natürlich alles frei, aber ich weiß nicht, ja, da bin ich lieber so der Playboy-Mensch. Would you rather be trapped in a sandstorm or be trapped in a snowstorm? Sandstorm. Darut. Weil Sandstorm, das, also es ist natürlich kacke, da steht ja nicht wo. Ist natürlich kacke, wäre das jetzt hier, das würde sehr viel hier kaputt machen. Aber du kannst dich vor einem Sandsturm besser schützen als vor einem Schneesturm. Weil nach einem Sandsturm kannst du auch easy dein Haus verlassen. Aber nach einem Schneesturm wahrscheinlich nicht, weil dann so extrem viel Schnee hier rumliegt. Aber da steht... Na nee, Snowstorm, da muss es auf jeden Fall schon kalt sein. Also nämlich lieber Sandstorm. Na okay, die meisten für Snowstorm. Snowstorm, I could freeze to death. Sandstorm, cozy, just have to keep it nice. Ja, aber... Wie soll ich sagen? Da steht ja nicht... Also da steht zwar be trapped in a sandstorm, aber ich bin ja auch, sozusagen, wenn ich in meinem Haus bin, bin ich ja auch gefangen in einem Sandsturm, weil ich halt nicht raus kann, weil ein Sandsturm halt wütet. Would you rather sleep on an amazingly comfortable bed that someone died in, or sleep in a bed of nails? Ich würde das nehmen. Das wird mich nicht stören. Man kann es desinfizieren und das ist einfach, nur weil ein Mensch gestorben ist, danach wurde er ja wieder rausgeholt und wurde in sein Grab reingelegt. Oh, das wurde nicht lange gespielt, war 160.000, 25.000 ist nicht viel. Und ganz einfach aus dem Grund, das ist doch nicht so schlimm, wenn da jemand gestorben ist. Es steht da zwar nicht. Achso, the bed would be the softest, most comfortable thing you've ever felt, and the nails would be pointing and up, just blind enough to not leave. Das und dann. Ah, das ist doch viel besser. Wer will denn das andere nehmen? Would you rather always be overdressed or always be underdressed? In both cases you would stick out. Nee, ich würde underdressed nehmen. Alter, ich würde doch nicht. Ich würde, also mit Underdress verstehe ich so in solchen Schlabber, so mit Jogginghose und, keine Ahnung, so ein T-Shirt zur Schule zum Beispiel zu kommen. Das verstehe ich unter Underdress und Overdress mit dem Smoking. Das wäre mir zu hart, muss ich ehrlich sagen. Would you rather be a unicorn or be a wizard? Are you a wizard? Hallo, ich kann zaubern. Ist doch viel besser. Would you rather be wanted or be needed? Love to be loved. Also entweder
Wie kann ich das direkt übersetzen? Wanted, be wanted or be needed. Ich glaube, ich würde be needed nehmen. Wenn jemand mich braucht, das wäre mir irgendwie lieber, als wenn jemand mich sozusagen, wie soll ich sagen, ah, das habe ich schon gehabt, als würde jemand so, keine Ahnung, wie soll ich sagen, wo war ich gerade, was soll ich gerade nochmal sagen? Das wäre mir lieber, als wenn ich, ich hab's schon wieder vergessen, wir machen weiter mit der nächsten. Would you rather only brutal metal, also anhören, oder only Justin Bieber? Ich wäre, glaube ich, für Justin Bieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte für Metal nichts. Rock geht total in Ordnung, aber Metal kann ich mir überhaupt nicht anhören. Da kriege ich Kopfschmerzen von. Und ich habe euch das ja schon mal erklärt. Justin Biebers Musik fände ich gar nicht mal so schlimm. Justin Biebers Musik finde ich gar nicht mal schlimm. Would you rather have been to Hogwarts trained under Obi-Wan Kenobi? Have been to Hogwarts, ganz einfach, weil ich dann zaubern kann. Ich weiß nicht, was Obi-Wan Kenobi trainieren sollte. Ich habe Star Wars halt noch nie gesehen, aber unter Harry Potter verstehe ich zaubern, und zaubern ist immer cool. Would you rather have 300 horses or have a car with 300 horsepower? Just the owner, not a person that can afford them. Okay, dann würde ich lieber Karre nehmen. Wie geil wäre das? Weil ich möchte nächstes Jahr, da werde ich natürlich 16, da kann ich dann auch beim Führerschein auch schon anfangen. Nächstes Jahr bin ich halt schon 16 und da kann ich dann meinen Führerschein anfangen und dann bräuchte ich mir keine Karre mehr kaufen. Weil meine Eltern geben mir keine Karre. Ich kenne meine Eltern. Ich habe die das schon mal gefragt, haben so gesagt, das bezahlst du gefällig selber. Kann ich auch nachvollziehen. Aber trotzdem, dann müsste ich mir die halt nicht selbst bezahlen. Da habe ich schon mal eine Karre. Und 300 PS wäre schon sexy. Would you rather save the world but nobody knows or save the world but die as a hero in the process? Okay, nee, auch nicht schlecht. Ich würde eher die Welt saven, dass keiner weiß, weil sterben muss ich dafür nicht. Ich brauche keinen Ruhm, wie gesagt. Ich brauche das nicht. Wenn ich tot bin, ist mir scheißegal, ob jeder mich dann noch kennt oder nicht, weil ich bin tot. Would you rather be a cyborg or be an animal-human fusion thing? Keep in mind that as a cyborg you won't be able to shoot lasers on anything. As the other option, you will actually be a cat monkey human. And you will be able to swing in trees, fly and cool stuff. Ja, dann nehme ich das hier. Wie geil wäre das? Hallo? Das wäre mega geil, so rumfliegen zu können. Keine Ahnung, vielleicht. Weil hier steht ja Animal-Human-Fusion-Thing. You will actually be a Cat-Monkey-Human. Meint ihr damit, dass es jetzt gesetzt ist? Weil dann kann ich auch nicht fliegen. Weil als Katze, Mensch und... Warte mal, wie lange nehme ich auf? Und als Mensch und als Affe kann ich natürlich nicht fliegen. Aber ich würde dann irgendwie so eine Fusion aus Vogel, Mensch und irgendwie nicht Salamander hier. Wie nennt man die nochmal? Die Tiere, die sich so an die Umgebung anpassen können. Das wäre ich halt. Would you rather live nachkommen? Das wird das bitte, aber ich würde eh Star Trek nehmen, weil... Ich mag Star Trek mehr als Star Wars. Tut mir leid, Leute. Would you rather be attractive but get punched in the face every morning or be ugly? The punches would not affect your beauty long term. Nein! Ich brauch... Also, selbst wenn das ein bisschen komisch klingt, aber... Das wäre mir egal, wenn ich ins Gesicht geschlagen werde. Das, weil... Heutzutage ist es wichtig, wenn man gut aussieht. Das meine ich ernst. Man wird gemobbt, man wird doof angeguckt und so weiter. Das wird mich echt auf lange Basis wirklich extrem stören. Dann nehme ich das lieber in Kauf, dass ich jeden Tag ins Gesicht geschlagen werde. Und ich kann mich ja... Und da steht ja nicht, dass ich keinen Schutz oder so tragen kann. Dass ich keine Schutzmaske tragen kann. Also von daher... Das würde ich auf jeden Fall lieber nehmen. Also Leute, wenn euch dieser Party gefallen hat, würde mich einen Daumen hoch freuen und supporten. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese ganze Would You Rather an... Fragen... Nicht Fragen, es sind ja mehr oder weniger Aufgaben stellen oder beantworten würdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, dann würde ich mal sagen, habt noch einen schönen Tag und Tschüssikowski. Bye.